Oh nein, es brennt. Ach du Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Lilly löschen. Nee, nicht du. Ja, beide. Bitte sofort löschen. Fuck, dafür haben wir doch gar kein Geld. Nein. Wie er einfach keine Angst davor hat. Wir haben Geld gekriegt. Ja, wir haben Geld gekriegt. Das heißt, wir können kaufen. Hey Leute, wir haben Geld. So, nach der etwas längeren Einführung haben wir jetzt endlich Geld und können diese komplette Ausstattung hier mal vergessen. Und kümmern uns jetzt einfach mal darum, hier wieder zu Potte zu kommen. Wow. Wow, wir haben Geld. Ich merke auch. Wir haben Geld und können uns das Zeug nicht leisten. Ja, das lief natürlich jetzt super. Also sowas Geniales habe ich noch nie gesehen. Ich dachte jetzt, das kostet nur irgendwie... Ah, der Herd backt wieder. Das kostet nur irgendwie ein bisschen Geld oder so. Aber nein, es kostet eine 500.000 oder so. Ich weiß es nicht. Fuck. Und das läuft richtig gut gerade. Kostet eine Wand weniger als das. Okay, wir brauchen ein bisschen Geld jetzt. Lief ein bisschen doof gerade. Sieht auch echt doof aus mit der Ecke dort. Wisst ihr, was wir da machen? Wir... Das nicht. Das will doch keiner. Mann, hallo? Das will doch keiner, Mensch. So, wir machen das erstmal so. Und das ist jetzt falsch angepinselt. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier zur Potte kommen. Ich weiß, ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Färbe dich. Warum färbst du dich nicht? Ach ja, weil das Holz durchladen muss. Ach ja, Feuer, richtig doof gerade. Aber es kommt alles so Schlag auf Schlag. Hallo. Okay, dann können wir jetzt ein bisschen weiterarbeiten an unserem super wunderschönen Gebilde. An unserem dreistöckigen Haus. Es ist nicht riesig, nein. Nur ein bisschen. Ach so, es hat geladen. So, 2, 2, 2, 2. Und nochmal 1. So. Wundervoll. Wir haben erstmal die Hausstruktur. Wir brauchen jetzt noch das Dach und haben gar kein Geld mehr. Wie kommt das wohl? Okay. Hier mache ich erstmal so ein Dach hin. So. Dann haben wir wieder unser altes Haus, bloß eine Etage größer. Fällt nicht auf, oder? Passt. Das passt. Okay, das sieht relativ okay aus. Wir gehen wieder in den Live-Modus und gucken mal, ob wir dann noch ein bisschen bauen. Ja. Wir sind jetzt gerade mittlerweile bei Part 14, glaube ich. Ich sagte, es passiert bei Part 15. So wie das jetzt mit dem Hausbau aussieht, passiert es nicht bei Part 15. Sieht nämlich gerade alles ein bisschen schlecht aus. So. Ja, einen Feuermelder kaufen, als ob. Und cheaten werde ich mit der Familie nicht mehr. Habe ich ja gesagt. Dann wäre das ja so challenge-artig gar nicht. Anruf ignorieren, als ob. Rangehen. Ja, die Musik ist immer noch cool. Ich glaube, ich bejubel in jeder Folge die Musik, oder? Kann das sein? Und wie wär's, wenn du dich mal um deine Kinder kümmerst hier unten? Ach, es ist sicher, es ist sicher. Ja, klar. Es ist sicher hier unten. Nein, es hat bloß gerade gebrannt. Aber sicher ist es trotzdem. So. Das Geklimper nervt. Okay, auf Boden füttern. Wir kriegen auch gleich wieder ein bisschen Geld. Da können wir die Hausfassade wieder anstreichen. Ja. Wir kriegen nicht sehr viel Geld.
Mist. Kriegen nur 180 dafür, dass wir den ganzen Tag auf diese scheiß ätzenden Kinder aufgepasst haben. Ich glaube, wir werden das in der Tagesstätte... Nein, wir geben die Tagesstätte natürlich nicht auf. Das wäre richtig dumm, wenn ich das jetzt hier unten hingebaut hätte. Ich hoffe, sie wird halt noch irgendwie eine bessere Babysitterin oder so. Aber jetzt können wir das halt auch anpinseln. Ah ja, wie wunderschön. Wir können es nicht anpinseln. Ah, das hier oben können wir doch anpinseln. Okay, das können wir anpinseln. Und das können wir nicht mehr anpinseln. Ja, wir können es nicht mehr anpinseln. Ah ja, diese ständige in Kaufmodus und zurückrenne, es nervt bestimmt auch, aber ja, ich möchte es halt irgendwie mal schaffen. Weil wir sonst auch nicht zu der Sache kommen, die ich vorhatte. Und das wäre echt schade. So, kann ich jetzt wieder in den Live-Modus gehen? Denn ich würde gerne Geld verdienen. Apropos Geld verdienen. Es wäre richtig gut, wenn jetzt Wochenende wäre. Ist es aber natürlich nicht. Hier werde ich, glaube ich, auch. Muss ich mal gerade gucken. Nein, nee, kann ich ja nicht. Ich hätte gerne so eine Ecke eingebaut, aber das klappt ja nicht. Weil das sieht irgendwie dann richtig kacke aus. Vielleicht werde ich mich dann hierfür entscheiden, dann noch... Ja, wir gucken einfach mal, wie das läuft. Wir werden hier auf jeden Fall ein bisschen umbauen noch. Ja. Seid da mal ein bisschen gespannt, wie ich das mache. Ich weiß es selbst noch nicht. Zack schläft. Okay, wenn er schlafen will, dann soll er das tun. Lilly geht soweit gut. Also finde ich ganz gut, wenn sie jetzt hier an die Maltafel gehen würde. Wessen Handy klingelt? Seins. Da könnte er auch gerne mal rangehen. Oh, ist kaputt. Richtig, das Display, muss man das irgendwie kaufen? Dass das wieder normal aussieht? Ja. Toll. Weil wir ja so viel Geld haben, ne? Wisst ihr, wie wir an Geld kommen? Fällt mir jetzt aufs ein. Wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht, aber wir müssen das Ding verkaufen. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Geld. Wir gehen erst am nächsten Tag wieder im Kaufmodus, also in der nächsten Folge, die sowieso bald ist. Ah ja. Da haben wir nämlich dann wieder ein bisschen Geld, um das wieder zu machen. So, du kannst hier mal weiter zeichnen. Okay, du kannst erst was essen und dann zeichnen. Geht auch. Mist. Das war sehr schlau von mir. Okay, wir gehen jetzt in den Kaufmodus. Ja, es ist ein Hin- und Her-Gerenne. Aber gerade nicht zu ändern. Beziehungsweise doch, ich könnte es natürlich ändern, aber ich will ja den Plan durchziehen. Den ich euch noch nicht gesagt habe. Ja. Okay, draußen Außenfassade anpinseln. Mit dem neu erworbenen Geld. Also, das können wir schon mal anpinseln. Das... Ah, wir haben alles, glaube ich. Um Licht kümmern wir uns später. Ich würde gerne erstmal den Flur dort auf Vordermann bringen. Indem wir hier eine Treppe hinbauen. Moment, da habe ich jetzt das Problem, dass ich hier wahrscheinlich einen Boden brauche. Gibt es hier kostenlosen Boden? Gab es da nicht mal was? Es gab doch kostenlosen Boden, oder nicht? Ja, es gibt kostenlosen Boden. Den würde ich dann auch gerne erstmal verwenden. Und jetzt können wir auch wahrscheinlich die Treppe hin platzieren. Oder etwa nicht. Es muss doch irgendwie gehen, die Treppe dorthin zu platzieren, oder nicht? Also wenn nicht, dann wäre das schon sehr scheiße gerade. Bild nach oben. Ich glaube, da muss noch eins. Ja, ich muss mich hier selbst gerade erstmal ausprobieren, weil ich mich auch überhaupt nicht auskenne, wie das mit Treppen läuft. Da ist doch gar kein Objekt, oder doch? Was ist denn da für ein Objekt?
Vielleicht der Teppich oder so. Teppich, weiche von mir. Oder von dem weg oder wie auch immer. So, was ist jetzt das Objekt? Ich werde doch wohl... Vielleicht die Tür? Wir stellen die erstmal hier hin. Nee, ich will ja eigentlich die Treppe oben hinstellen. Dass das sozusagen das Treppenhaus wird. Der Treppenaufgang oder so. Nee, so will ich das ja gar nicht. Ach, wisst ihr, wartet mal. Ich glaube, ich weiß das Problem. Wenn nicht, dann weiß ich es halt nicht. Wir müssen halt ein bisschen rumprobieren, dann wird es heute eine komplette Baufolge. Wäre natürlich nicht so geil, wenn es das werden würde. Wo habe ich jetzt Holz? Hier habe ich Holz. So. Was ist denn dein Objekt? Vielleicht das hier? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte... Jetzt, okay. So, das heißt, wir haben jetzt eine Treppe gekauft. Das heißt, wir können das hier wieder entfernen. Und vor allem auch das. Sieht ja sonst irgendwie doof aus. Die Frage ist, gefällt mir das? Ja. Ist hier die Frage. Ich glaube, es gefällt mir nicht, aber... Ich glaube, ich werde das auch ändern. Moment. Wir machen das mal zurück. So. Ich werde das auf jeden Fall mal ein bisschen ändern. Ach ja, da ist oben jetzt wieder kein... Ich liebe es. Es ist aber auch kompliziert. Also in Sims 4 genauso kompliziert, was da angeblich so neu und toll gemacht wurde. Na, sehe ich nicht ganz. Ach, ich krieg hier die Krise, sag mal. Muss ich hier wirklich alles umräumen? Nur damit hier diese Kacktreppen platziert werden kann. Die dann letztendlich immer noch nicht platziert werden kann. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Nee, das ist ja die Wand. Ist doch nicht euer Ernst. Ich muss es doch... Ach so. Ah. Lag ich doch richtig mit noch einer Zeile. Ja, okay, wir haben es. Ich bin gerade sehr... Noch eine Zeile? Wir haben es doch noch nicht. Jetzt müssten wir es haben. Hoffe ich. Wir haben es, glaube ich. Okay. Ja, die Frage ist, gefällt mir das eigentlich? Ja gut, man kann damit leben, sage ich mal so. Erstmal müssen wir aber damit leben, denn das sieht grauenhaft aus. Und dann gucken wir mal... Hallo? Ich werde das doch wohl wegmachen können. Verarsch mich. Ja, sag ich doch. Ja, dann probieren wir. Achso, das wollte ich ja jetzt zumachen. Genau, das wird jetzt zugemacht einfach. So einfach geht's. Und da kommt eine Wand hin. Was dahin kommt für ein Zimmer. Joa, vielleicht irgendwie Kreativzimmer oder so. Für die Eltern versetzen wir ja sowieso nach oben. Dafür habe ich jetzt kein Geld oder... Ja. Ah, hier muss ja auch erstmal kein Boden hin. Boden wird überbewertet. Klar wird Boden überbewertet.
Hier mache ich dann auch sowas, jetzt ziehe ich sowas durch. Dann, okay, ich habe einen Plan. Ich hoffe nur, dass es nicht allzu grauenhaft wirkt dann am Ende. Und mein Plan hat nicht genug Geld, zumindest jetzt noch nicht. Also wir gehen hier mal kurz hoch. Ja, da brauchen wir jetzt keine Wandfarbe. Die holen wir uns später einfach. Okay, ich hänge... Okay, die Folge bekommt einfach Überlänge. Wir spielen dann auch noch ein bisschen. Keine Sorge. Vielleicht sollte man auch erst umbauen, wenn man sich denkt, ach, jetzt habe ich genug Geld dafür. Und nicht erst, wenn man denkt, ha, wie wäre es denn jetzt mit einem plausiblen Umbau? Plausibel vor allem. Mit einem einfach so mal Umbau, weil ich gerade Lust dran habe und kein Geld habe. Ich hasse es. Rrr. Ich glaube, wir reißen die Wand hier weg. Erstmal zumindest. Ich meine, die Eltern werden hier eh ausquartiert. Erstmal tun wir das hier weg. Das ist natürlich logisch. Immerhin brauchen wir das Geld. So, also die Eltern werden hier eh ausquartiert. Von daher Wand weg, Wand dran. Hier kommt dann eine Wand hin. Da kommt ein Durchgang durch. Und ja, wie machen wir das hier? So kann man es ja auch nicht lassen. Ja, dafür haben wir wieder nicht genug Geld. Wie ich es liebe. Hm. Erstmal machen wir hier. Vielleicht ist das dieser Boden, der nichts kostet. Ja, wow. Was das für ein Zimmer wird, ich weiß es nicht. Wird vielleicht doch das Elternschlafzimmer, weil es sehr schön groß ist. Wir überlegen es uns. Die Frage ist, möchte ich jetzt hier eine... Möchte ich hier jetzt einen Zaun oder möchte ich das nicht? Ich weiß es nicht. Möchte ich hier einen Zaun haben? Also, ich weiß es echt nicht. Könnte jetzt ja auch so eine Treppenwand eigentlich ganz gut aussehen. Oder sieht das scheiße? Nee, sieht doch doof aus. Nee. Das kannst du vergessen, aber so ist es gar nicht so einfach gerade. Hm. Ich glaube, da machen wir einen Zaun hin. Gucke ich ganz kurz noch bei Zäunen und dann sind wir für heute auch durch mit Bauen. Und da spiele ich noch ein bisschen. Zaun. Ja, wo habe ich den denn jetzt? Bin ich blöd? Hier, das ist doch das. Mist kostet mehr als geplant. Kostet 8 Dollar. Haben wir hier irgendwas? Ja. Guck dir das an. Dieser Zaun einmal komplett durch. Sieht wundervoll aus, echt. Oder lieber so. Nee, lieber nicht. Wir lassen das so und pinseln den noch kurz ein. Ja, okay. Also, das sieht jetzt zwar nicht professionell oder so aus, aber es sieht annehmbar aus. Und das ist ja die Hauptsache, ne? So, annehmen. Wegen annehmbar und so. Okay, wir räumen das hier noch um. Ja, ihr könnt halt auch irgendwie in euren Kommentaren immer jetzt mitentscheiden. Oder was heißt mitentscheiden? Ich nehme ja wieder im Vorrat auf. Aber ihr könnt halt schreiben, findet ihr die Veränderungen bis jetzt so gut? Oder sagt ihr, nee, sowas geht gar nicht. Das kannst du so nicht lassen, weil das einfach scheiße aussieht oder so. Keine Ahnung, schreibt es dann halt einfach in die Comments. Und da gucke ich dann auch auf jeden Fall drauf. Wir gehen auf den Live-Modus und spielen jetzt noch ein paar Minuten. Wir überziehen ja auch schon ein paar 10 Minuten oder so, oder? Nee. Ja, wird ein langer Part. So sieht das bei mir beim Bauen aus. Echt lange. Echt nervig, sowas, aber kann man nichts ändern. Wir spielen jetzt hier noch so, bis alle schlafen oder so, weiß ich nicht. Nee, so lange spielen wir nicht. Ah ja, warum? Achso, du hast Hunger, genau.
Deswegen sind wir ja ursprünglich in den Baumodus gegangen, Mensch. Ja, jetzt ist einfach. Mau? Was war jetzt denn? Süß. Okay. James, komm mal hergelaufen und isst was. Oder ist am Schreibtisch oder wie auch immer. Lilly malt noch. Das kannst du dann auch gleich verkaufen. Hat sie schon einen Fähigkeitspunkt? Nee. Huh. Toll. Okay, Zack ist schlafen. Sieht okay aus mit den Bedürfnissen. Und bei ihr läuft es eigentlich auch. Wir spulen einfach ein bisschen vor. Ja gut, bis die ins Bett gehen, dauert es wohl noch ein bisschen. Ist doof genug. Ach, merkt ihr was? Es passiert einfach nichts in der Familie Monroe. Und das kotzt mich an. Aber ich habe jetzt ein bisschen was voraufgenommen. Und in den nächsten 5 Parts wird ein bisschen was passieren. Und ich werde nicht mehr umbauen, habe ich es in der Folge erklärt. Lasst euch einfach überraschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dann bis dahin und ja, ciao.